der Schule damals habe ich erstmal viele Praktikas gemacht, unter anderem dann auch in der Pflege. Und da habe ich gesagt, ja, das ist es für mich. Das möchte ich dauerhaft machen. Das ist ein schöner Beruf und dadurch bin ich dann Fachkraft geworden. Mich motiviert, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, einfach das Lächeln, was ich bei den Bewohnern täglich sehe, wenn sie sich rundum hier wohlfühlen. Die Bewohner erhalten morgens und nachmittags Beschäftigung. Sie werden betreut und gepflegt. Und wenn sie glücklich sind, bin ich es auch. Für mich ist dieser Platz ein Sechser im Lotto. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich darf hier vieles lernen, was ich vorher nicht konnte. Zum Beispiel diese Kabelflechten. Gerade bei mir auf dem Wohnbereich sind viele ältere Kollegen, die schon lange mit der Heimstiftung auch sehr verwurzelt sind. Man merkt, dass es wie so ein familiäres Umfeld, das Arbeitsklima ist gut. Das merkt man auch, wie sie mit den Bewohnern umgehen, dass die ruhige Art, die gerade für Demenzerkrankten sehr wichtig ist. Die Rostocker Heimstiftung hat ja als Stiftung eine lange Tradition. Im nächsten Jahr werden wir 30 Jahre alt. Das, was uns so besonders macht, denke ich, ist die Bodenständigkeit. Dass wir nicht gewinnorientiert sind, dass wir wirklich darauf achten, dass es nicht nur unseren Bewohnern natürlich gut geht, sondern auch, dass Mitarbeiter gerne zu uns kommen und gerne bei uns arbeiten. Ich freue mich auf eine lange Zukunft mit allen Kollegen, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten können, dass die Rostocker Heimstiftung eine starke Stimme in der regionalen Pflegelandschaft ist.